Thomas Krüger, es wird auch einen Antrag geben, den die drei demokratischen Fraktionen, also CDU, SPD und Linke, gemeinsam abstimmen wollen. Es geht, der lautet, ich muss das hier ablesen, Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus haben in unserer Gesellschaft keinen Platz. Worum geht es da konkret? Da geht es konkret darum, dass wir uns dazu bekennen, dass wir demokratische Grundsätze in Mecklenburg-Vorpommern wahren wollen und dass wir uns dagegen aussprechen, dass die Gesellschaft weiter verroht. Das droht ja. Wir bekommen mit, dass durch die Anschläge, die wir erlebt haben, ob es Halle ist, der Mordanschlag auf Herrn Lübcke, der dabei ums Leben gekommen ist und so weiter. Wir haben da viele Dinge ja erlebt. Und wir wollen uns dazu bekennen, dass wir hier in Mecklenburg-Vorpommern mit friedlichen Mitteln die Konflikte lösen wollen, dass wir aufpassen wollen, dass die Sprache dabei nicht verroht und ja, ein friedliches Miteinander organisieren wollen in unserem Land. Jetzt ist auch schon die Frage aufgetaucht, ob man nicht die AfD, die ja auch im Landtag vertreten ist, hätte fragen sollen, ob sie dann in diesem Antrag nicht auch mitwirken will. Also mit der AfD haben wir ja seit langem Diskussionen darüber, beispielsweise auch, wie man mit Sprache umgeht. Es gab diverse Debatten, wo wir darüber diskutiert haben, dass erst die Radikalität in der Sprache kommt, dann die Radikalität im Handeln kommt. Und die AfD hat hier für uns nicht gezeigt, dass sie gewillt ist, im Sinne dessen, dass Gesellschaft beieinander bleibt, zu agieren. Und deshalb haben die Parteien, die Gesellschaft beieinander halten wollen, auch diesen Antrag gemacht. Und das finde ich richtig. Dankeschön. Sehr gerne.